Und nochmal ein kleines Fazit zu gestern und vor allem zu dem eigentlichen Hauptkampf. Und das waren auf jeden Fall Gigi und John. Und wisst ihr, was ich irgendwie so ein kleines bisschen traurig finde? Also man kann wirklich nichts dagegen sagen. John hat super gekämpft und er hat auch verdient gewonnen. Okay, hätte Gigi ein paar von den Fäusten, die ins Leere gingen, hätte ihn getroffen, dann weiß ich nicht, wie es dann ausgesehen hätte, aber technisch gesehen war John einfach, der war super gut. Er ist fit, also der hätte auch noch 2 Runden locker weitergemacht. Und er hat verdient gewonnen, absolut. Was ich nur ein bisschen unfair fand, ist, dass er wohl angeblich doch Boxerfahrung hat. Wir haben uns eh schon gewundert, weil der wirklich technisch sehr, sehr gut war. Das kann man nicht in 2 Monaten lernen, es sei denn, man hat ganz viel Talent, hat er mit Sicherheit auch. Aber ja, keine Ahnung. Aber wie dem auch sei, verdient gewonnen. Das Schlimme ist nur irgendwie, man kann sich gar nicht richtig für ihn freuen, weil man gönnt es ihm persönlich, gönnt man das irgendwie, weil ich glaube halt auch so, ich glaube, der ist ein guter Kerl. Aber dass jemand anderes halt den Sieg so als Plattform nimmt und so als wahrscheinlich eher als den eigenen Sieg sieht, als er, so kommt es zumindest rüber, finde ich irgendwie so sad. Und das ist so ein richtiger, so ein Schleier über dem Ganzen. Das hat so einen ganz faden Beigeschmack einfach, weil er hat verdient gewonnen. Aber es ist sein Sieg so. Und boah, ich hoffe so sehr, man kann sich in eine fremde Beziehung nicht einmischen. Und man, na, das darf man auch nicht, aber man sollte auch eigentlich nicht urteilen. Aber ich hoffe sehr für ihn, dass er da heile rauskommt aus der ganzen Nummer.